über Tupfingen bis Winterlohe. Jeder hört die Fernsehschatztruhe. Und hier ist euer Gastgeber, Frank Buttermann. Und ich freue mich sehr auf die fantastische Schauspielerin. Herzlich willkommen, Manon Strache. Hallo. Hallo. Und ich muss kurz für alle Zuschauer ein bisschen was erklären, denn dieses Interview haben wir vor 14 Monaten schon mal geführt. Das ist, man kann schon fast sagen, unsere Probe haben wir hinter uns gehabt, damals auch nur am Telefon per Audio-Interview. Und dann ist mir was passiert, was ich so auch noch nicht hatte, denn mir ist danach das Interview, ich will nicht sagen verloren gegangen, sondern es war dann irgendwie beschädigt und es ließ sich nicht mehr komplett abspielen. Und dann habe ich ganz viel Klinkenputzen gemacht bei dir und habe gesagt, lass es das irgendwann nochmal machen. Und du hast gleich gesagt, kein Problem, machen wir. Und wie es denn ist mit Terminen bei dir, bei mir, hat es ein bisschen gedauert, bis uns wieder zusammengefunden haben. Was ich aber im Nachhinein gar nicht so schlecht finde, denn in diesen 14 Monaten hatten wir trotzdem immer mal wieder Kontakt. Und haben uns irgendwann das Du angeboten, deswegen alle nicht wundern, dass wir uns duzen. Das haben wir irgendwann mal gesagt, das fühlt sich ganz gut an. Und haben auch ja immer mal wieder uns oder sind in Kontakt geblieben, haben uns ausgetauscht. Und jetzt treffen wir uns sozusagen zu diesem Zweitversuch wieder mit dem Vorteil, dass wir uns auch sehen können. Ja, also ich hatte größtes Verständnis, weil ich ein technischer Idiot bin, wie wir jetzt auch gerade wieder gemerkt haben. Mal die Verbindung zustande gekommen ist. Und deswegen habe ich auch gesagt, ja, überhaupt kein Problem. Also das machen wir nochmal. Gut, jetzt haben wir uns ja ein Stück weiterentwickelt und können uns auch sehen. Genau, und das finde ich gar nicht so schlecht, denn ich finde, sich immer so ein bisschen in die Augen zu schauen dabei bei einem Gespräch hat durchaus seine Vorteile. Und nach diesen 14 Monaten weiß ich auch so ein bisschen, was kann ich dich fragen? Was darf ich dich fragen? Oder aber auch, worüber magst du gar nicht? Das werden wir jetzt mal sehen. Ne? Und ich gucke mal, wie weit ich mich voranwagen kann. Und es gibt ja so ein paar Punkte, das weiß ich noch vom letzten Mal, wo du sagst, ah, da redest du gar nicht so gerne drüber. Ich sage nur Claudia Ranzo und Co. Also es sind ja so Themen, über die musst du jetzt nicht unbedingt ellenlang noch sprechen. Aber der ein oder andere wartet natürlich darauf, dass ich zumindest 2, 3 Fragen aus der Zeit mal ein bisschen stelle. Aber wir beginnen sehr gerne vorne. Und zwar unsere Einstiegsfrage hier ist immer sehr gerne, was sind denn deine persönlichen ersten Fernseherinnerungen gewesen? Also als Zuschauerin, als Kind, als Jugendliche, was hast du gerne geschaut? Ich komme ja aus der DDR oder beziehungsweise habe dort meine Kindheit und Jugend verbracht. Und da meine Eltern abends immer ins Theater mussten, haben dort gearbeitet. Meine Mutter war Tänzerin, mein Vater war Musiker. Bin ich dann abends immer heimlich Fernsehen gucken gegangen. Mhm. Und da waren meine Lieblingsserien Mein lieber Onkel Bill. Mhm. Und sonnabends durfte ich, wenn meine Eltern mal da waren, auch die aktuelle Schaubude gucken. Und da habe ich gedacht, da war ja dieser Vorspann, wo diese ganzen Schnittbilder von Hamburg waren und die Fontäne von der Alster, von der Binnenalster. Und da habe ich gedacht, das ist eine Stadt, da leben nur glückliche Menschen. Und da will ich mal hin. Und das ist mir dann später auch gelungen. Ja, das heißt aktuelle Schaubude, das heißt, du hast Westfernsehen geschaut. Nur Westfernsehen. Nur Westfernsehen, okay. Ja, weil wir haben in Magdeburg, war dieses Theater und deswegen haben wir da auch gewohnt in dieser Stadt. Und da konnten wir gut den NDR empfangen und überhaupt Westfernsehen gucken. Und deswegen Lassie und sowas, das habe ich alles gesehen, Hitparade. Ja, wusstest du denn, dass das... Karel, alles. Wusstest du denn, dass das, sagen wir mal, nicht so gerne gesehen ist, da schon als Kind, dass das so ein bisschen an dem Rande der Legalität Moment. Ist? Moment, ja, da kann ich auch gleich eine Geschichte erzählen. Und zwar, die Kinder bei uns in der Schule, schon im Kindergarten, haben gesagt, man darf nur Westen gucken, also nur Lassie gucken, wenn man eine Oma in Westdeutschland hat. Okay. Und so ging das schon los, diese Infiltrierung der Kinder. Später war es ja dann, wurde dann direkt das Wort an uns gerichtet. Oder die Kinder wurden gefragt, hat die Uhr im Fernsehen Striche oder Punkte? Und wenn du gesagt hast, Striche, wussten die Lehrer, dass du Westfernsehen guckst. Denn vor der Tagesschau war ja immer noch die Uhr und da waren Striche und bei uns waren Punkte.
So, und es war schon klar, dass das nicht erwünscht war. Und da ich aber keine Oma im Westen hatte und trotzdem Flipper und Lassie geguckt habe, habe ich eines Tages in der Schule erzählt, dass Heintje mein Cousin ist. Und dass wir jedes Jahr an die Ostsee fahren. Und da kommt er mit der Schwedenfähre nach Warnemünde. Ich hatte da ein bisschen Holland und Schweden verwechselt damals. Aber war egal, die Kinder haben mir das geglaubt. Und da treffen wir uns immer mit Heintje. Und deswegen darf ich Lassie gucken. Und diese Geschichte habe ich dann später mal bei Alfred Biolek erzählt. Da war ich schon 40 oder so. Und eines Tages, ich muss mal ganz kurz das Set hier verlassen. Moment. Ja, Moment, ich bin gleich wieder da. Wenn sie wüsste, ich habe hier nämlich auch lieber Onkel Bill stehen, aber das finde ich jetzt auf die Schnelle gar nicht so. Und eines Tages war ich also bei Alfred Biolek und habe die Geschichte erzählt und lachen, lachen, lachen. Und dann meine Agentur damals sagte, du, für dich ist Post gekommen, wir schicken dir die mal weiter, ein kleines Päckchen. Und dann kam das an, ich denke, was ist das jetzt hier, eine CD, wer ist denn der Mann? Wird Heinche Simon. Und da hat er mir seine, als erwachsener Mann, seine CD geschickt, Heinche Simons, für meine Cousine Manon. Alles Liebe Ach, wie und Gute süß. hier. Ach, wie süß. Ja, schön. Ist das der Knaller? Hammer, Hammer. Oder? Also, Sehr ja. schön. So verbindet dich was mit Heinz. Hat dich denn auch mit seiner Musik als Kind was verbindet? Fandest du Natürlich. schon, Das oder? fand So. ich. Ich war ja, ich bin ja eigentlich ein Kind, was mit klassischer Musik aufgewachsen ist und bis heute noch hört. Und diese ganze, sagen wir mal, ich bin also an der ganzen Rockmusik irgendwie so vorbeigeschrabt. Aber Schlager, da konntest du nicht dran vorbei. Und Heinche war eine Sensation. Und Also der ich war kenne so das, alt wie ich. ja, Und ich kenne dann das hat er. von meinem Papa auch noch. Also der ist Jahrgang 43 und ist somit auch in den 50er Entschuldige, Jahren. ich bin das nicht, ich bin nicht 43 Nein, nein, Jahrgang. Ich bin nein, 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 aber ich wollte, nein, also auch meine ich mit, dass er auch 50er, 60er Jahre mit den Künstlern aufgewachsen ist und war zum Beispiel ja. ein immer ein sehr großer Freddie Quinn-Fan. Und deswegen weiß ich bis ins hohe Alter, dass immer, wenn Freddie lief oder die Filme mit Freddie liefen, ist ihm immer das Herz aufgegangen. Und daher auch die Verbindung zu Hamburg, denn Freddie, natürlich auch immer ein Hamburger Jung gewesen und Seefahrt und so Nee, der weiter. war doch Österreicher. Das War der stimmt. nicht Österreicher? Der war Österreicher, man hat ihn ja sozusagen in seiner Nur. Vita. In seiner Vita immer nach Hamburg verortet, obwohl er Genau. eigentlich gar nicht so viel damit am Hut hatte, so von der Ja, und mein Leidenschaft her. Onkel Willi, das war ein Nachbarn von uns, Tante Mimi und Onkel Willi. Und Onkel Willi war auch ganz, der ist nämlich mal zur See gefahren. Und der war auch ganz großer Freddie Quinn-Fan. Und als Onkel Willi gestorben ist, musste mein Vater am Grab spielen mit dem Akkordeon. Junge, komm bald wieder. Ah. Oh. Das entbehrte nicht einer gewissen Komik, aber es war auch also herzzerreißend irgendwo. Ja, Und nee, ich. Heinchen, das fand ich schon, der mit seinem weißen Rollkragenpullover. Und also ich bin ja ein Kind gewesen, was, das hatte ich dir damals, glaube ich, auch schon erzählt, was sich so nach Struktur gesehnt hat. Ja, weil bei uns war ja alles so immer ein Durcheinander und so ganz viele Leute, was ich natürlich auch toll fand. Aber abends warst du immer alleine. Oder sehr oft. Und ich habe mir Geschwister gewünscht. Wir hatten einen Hund, aber ich habe mir eben Geschwister gewünscht und ich habe mir gewünscht, dass wir eben sonntags wie andere Familien dann eben auch mal spazieren gehen und so. Und deswegen waren für mich so Figuren wie Pippi Langstrumpf oder Pumuckl oder sowas, die waren für mich furchtbar zu ertragen, weil die das gleiche Schicksal hatten wie ich im Grunde genommen. Und Anarchie war mir sowieso fremd. Und das Kinderaufbegehren war ja in dieser Zeit, deswegen war es ja eben auch so eine Sensation, dass da Pippi Langstrumpf die Erwachsenen alle verarscht und stärker ist als die, wo ich schon als Kind wusste, das geht überhaupt nicht. Solche Figuren waren mir einfach nicht geheuer und mochte ich nicht. Und da waren solche Leute, Heinche, der also Oma so lieb, hat er hochgesungen, der hat nicht nur Mama gesungen. Genau. Und dann eben auch mit meinem Freund Rudi Carrell aufgetreten ist und so. Und diese Filme habe ich gar nicht geguckt, die Lümmel von der Dingsbumsbank und so was. Das fand ich blöde. Aber die Musik, doch, die hat mich schon abgeholt. Und diese Stimme von dem einfach, ja.
Und ich muss sagen, auch das habe ich erst nach unserem letzten Interview ja festgestellt. Wir haben danach noch ein bisschen weiter geplaudert und haben da festgestellt, dass du eine sehr große Freundin des Gossip bist. Also das so ein bisschen über Prominente, mal ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich Tratschen sagen soll, aber du interessierst dich durchaus für das ein oder andere Thema der Promis in der Öffentlichkeit. Und da fällt mir geradezu Freddie Quinn ein. Hast du wahrscheinlich mitbekommen, der hat ja im letzten Jahr noch mal geheiratet mit, ich glaube, Ja. 90 ist er jetzt oder so, ne? Also, ja, auch da, der hat sich, glaube ich, vor 20 Jahren schon aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und lebt sein beschauliches Leben. Und ich glaube, in Hamburg, ich glaube, der lebt doch in Hamburg und hat da jetzt frisch geheiratet im letzten Jahr. Also da auch, ja, hat Naja, nochmal sein frisch, spätes. würde ich, das Wort würde ich in dem Zusammenhang mit 90 vielleicht vermeiden, aber hat geheiratet, wurde geheiratet oder wie auch immer. Ja, zu dem Thema Gossip, nein, das kommt natürlich noch aus meiner Kabarett-Arbeit und auch aus Blond am Freitag. Im Grunde genommen interessieren mich die Leute überhaupt nicht, ja, gar Okay. nicht. Aber was ich toll finde, ist, wie sie glauben, in der Öffentlichkeit rüberzukommen und wie sie glauben, ihre Geschichten wären wichtig und wie sie glauben, dass man ihre Geschichten glaubt. Ja, und das finde ich immer das Spannende an dieser ganzen Sache. Und deswegen, ja, Gossip. Also, Ja, und nun auch hat die sich das ja Wahrnehmung. durch die sozialen Medien auch alles verändert. Damals, als wir Blond am Freitag gemacht haben, da hatten die ja, spielten die ja noch gar keine Rolle, beziehungsweise, also, ich wüsste nicht, dass es da schon Facebook gab. Kann sein. Doch, gab es schon. Aber da war das noch was Besonderes, wenn Prominente über Prominente herzogen, ich sage jetzt mal Prominente in Anführungsstrichen, also Leute, die selber in der Öffentlichkeit standen, dann über andere herzogen. Das macht ja heute Kreti und Pleti. Macht ja jeder. Also das ist ja nichts Besonderes mehr Das oder stimmt. so. Aber damals zu Blond am Freitag, ich weiß nicht, ob das schon die Zeit war, wenn dann zum Beispiel so eine Jenny Elvers, die heute auch jeder kennt, aber damals als Heidekönigin sozusagen und dann durch Heiner Lauterbach irgendwie in die Medien gekommen ist und auf einmal sprach man über sie. Das waren vielleicht so ein bisschen die Anfänge des Ganzen, ne? Dass Menschen, die man gestern noch nicht gekannt hat, durch eine Beziehung mit einem Prominenten auf einmal selber im Rampenlicht gestanden sind. Naja, das gab es. Ich möchte diesen Begriff jetzt nicht im Zusammenhang mit Jenny Elvers benutzen, aber das gab es zu allen Zeiten. Es gab Okay. Damen der Gesellschaft, die also über Beziehungen oder Geschlechtsverkehr in die Gesellschaft reingekommen sind, wo man immer hinter dem Rücken irgendwie die Nase gerümpft hat, aber sie waren auf einmal salonfähig. Und das hat es zu allen Zeiten gegeben. Also da muss man sich nicht wundern. Nur, es hat sich ein bisschen was verändert. Heutzutage, die können so wenig. Viele haben das ja damals auch als Chance benutzt, um, sagen wir mal, irgendwie eine eigene Karriere aufzubauen als Schauspielerin oder weiß ich nicht, was oder malen oder wie auch immer. Und dann hatte man vergessen, ach, die war doch mal, die hatte doch mal so. Und heute ist es aber so, es bleibt dann dabei, ne? Es ist dann immer noch die von und so. Es ist Ja, sehr wenig ist dabei. Und so empfinde ich das. ja, Also und dass dieser fällt jetzt Begriff keiner ein, Star. wo man sagt, Mensch, die war Verona Poth. Die ist die einzige, die mir einfällt, die Ja. was draus gemacht hat Ja, aus dieser Verbindung. und dass vor allem dieser Begriff Star mittlerweile so abgegriffen ist, was vor 30, 40 Jahren wusste man noch, was ist ein Star? Mittlerweile ist das für mich nicht mehr greifbar, richtig. Also, das ist, jeder glaubt, er ist ein Star und bloß weil er zweimal sein Gesicht in die Kamera irgendwo gehalten hat oder mit einem Promi irgendwie abgelichtet wurde, schon glaubt man selber ein Star zu sein. Das sind so Dinge, die mich in den letzten Jahren so eher abschrecken und dieser Begriff ist gar Ja, nicht da mehr können greifbar. aber, da können die Leute nichts dafür. Das sind halt RTL und Konsorten, die das dann so etablieren, diese Leute, ne? Weil sie ja selber keine haben oder keine mehr haben, also, oder sie brauchen noch mehr, werden dann solche Leute zum Star nicht mal aufgebaut, sondern einfach benannt. Es wird einfach
benannt. Deswegen ist das, also in Deutschland, Star ist sowieso alles sehr fragwürdig. Muss ich sagen, für mich sind immer so die Übersee, das sind für mich die Stars Ja, genau. und Leute, die es nicht mehr gibt, also die Spuren hinterlassen haben. Ich glaube, ein Star ist man erst, wenn man tot ist. Die Ja, leuchten ja immer noch. genau. Und Also wenn man was hinterlassen hat und dann tot ist, dann rede ich also von einem Star. So von genau. lebenden Leuten, außer es sind jetzt wirklich sowas wie Liza Minnelli oder so, das sind natürlich Stars, ja. Und dann hast du irgendwann eine Ausbildung mal Ballett gemacht. Wie kam es dazu? Wurdest du von zu Hause Ich so ein sagte bisschen... bereits, meine Mutter, nee, weil ich bin ja im Theater aufgewachsen und ich wollte Tänzerin werden. Das war aber, weil mir das als erstes einfiel und weil ich meine Kindheit auch sehr oft, sonnabends hatte der Kindergarten zu. Und da habe ich die Zeit dann, Gott sei Dank war der Kindergarten sonnabends zu, musste ich nicht mit den blöden Kindern spielen und war in diesem wunderbaren Ballettsaal, wo das war eine ganz andere Welt und ich habe gedacht, das will ich. Ich möchte gerne Tänzerin werden. Und meine Mutter wollte das aber nicht. Und da habe ich in Magdeburg erstmal Kinderballett und dann extra Ballett und dann sollte ich zur Ballettschule. Und da hat meine Mutter gesagt, nee, du wirst keine Tänzerin. Ich glaube, weil meine Mutter wollte das auch als Alleinstellungsmerkmal in dieser Familie haben, weil meine Mutter auch so aus ziemlich schwierigen Verhältnissen kommt und sich das alles alleine aufgebaut hat. Also für einen normalen Menschen ist es schwer zu verstehen, dann würde man sagen, aber wieso, ist doch schön, wenn deine Tochter in deine Fußstapfen. Nein, meine Mutter wollte das nicht. Und dann wollte ich Opernsängerin werden. Ich hatte also eine Klavierausbildung und musste man. Und ich habe das mit dem Klavier nicht gebacken gekriegt. Dann habe ich zu meinem Vater gesagt, kann ich nicht Harfe machen? Das kann so schwer nicht sein. Das habe ich schon x-mal am Eierschneider geübt. Also, und hat mein Vater gesagt, nee, das ist schon noch ein bisschen schwierigeres Instrument. Also Klavier. Und alle sind baden gegangen. Ich musste im Hochsommer an diesem scheiß Klavier sitzen und üben. Und das war nicht mein Ding. Dann bin ich durch die Klavierprüfung gefallen, sehr zum Ärger meiner Eltern. Und dann war es eben auch mit der Opernkarriere vorbei, weil du musstest da ein Instrument spielen können, Klavier. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann wirst du Schauspielerin, da brauchst du gar nichts zu können. Irgendwo, also wenn man sich heute so umguckt, ich glaube, ich hatte recht. Das war dann aber, es war dann aber dann doch nicht so. Und da kamen mir meine ganzen Ausbildungen dann später doch zugute. Also ich konnte mich immer super bewegen. Ich kann ganz gut singen und so und bin musikalisch. Und ja gut, dann habe ich es halt nicht bis zur Perfektion, bis zur Opernbühne gebracht, aber ich konnte das, was ich gelernt habe, mit in meinen Beruf einfließen lassen. Und das war prima, es war sehr schön. Wobei das mit Schauspiel hat ja auch nicht gleich geklappt. Bei mir klappt ja nie was. Nie auf dem ersten Anlauf. Noch nie in meinem ganzen Leben hat er etwas sofort geklappt. Es Guck ist mal, immer irgendeine Schwierigkeit dabei, und selbst die ich überwinden muss. selbst unser erstes Interview hat nicht auf Anhieb geklappt. Dann hier die Fuddelei jetzt eben mit dem Zoom, das war ja auch nicht gerade. Und ich wusste schon, warum ich sage, lass uns mal eine halbe Stunde vorher anfangen, wo sich alle, warum? Weil ich brauche, ehe ich das hinkriege. Aber ja. Guck mal, dann bist du richtig warm gelaufen und dann klappt das doch umso besser. Also vielleicht ja. Hat das alles am Ende auch ein bisschen seinen Grund und seinen Hat Sinn. Alles einen Sinn. Es Ja. hat alles einen Sinn. Je älter ich werde, umso mehr begreife ich das. Dass sich Kreise schließen, dass manchmal wünscht man sich, jemanden kennenzulernen, der begegnet dir nie und dann irgendwann begegnet er dir und es ist dann umso schöner, wenn es dann keine Enttäuschung ist Ja. oder so, ne? Ja. Also es hat alles einen Sinn und das hat meine Oma auch immer gesagt. Auch schlimme Sachen haben einen Sinn. Oder wenn was passiert ist, da hat die immer oder wenn was nicht geklappt hat, hat die immer gesagt, wer weiß, wofür es gut ist. Und zwar für alles immer was gut.
Hat vielleicht so ein bisschen was in Richtung Schicksal einfach zu tun, ne? Dass das, was einem begegnet, was einem passiert, dass das ganz oft was mit Schicksal einfach zu tun hat. Dass es nicht der richtige Zeitpunkt war, aber irgendwann ist Genau. der richtige Zeitpunkt und Genau. Das ist nur so schwer für einen Menschen wie mich, der nicht so sehr geduldig ist und gerne auch mit dem Kopf durch die Wand, wie heute nicht mehr, weil es oft auch keinen Sinn hat, zu erkennen und das anzunehmen. Oder das habe ich auch immer gehasst. Hör doch mal auf, Manon, du kannst es doch eh nicht ändern. Doch. Doch, ich kann das ändern. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber das kann so nicht bleiben. So ist mehr meine Mentalität. Und hattest du denn auch dann am Anfang eine Agentin, die versucht hat, dich überall vorzustellen und dich irgendwo als Schauspielerin reinzubekommen? Oder bist du selber, hast du dir Castingtermine gesucht oder wie muss ich mir das Ja. vorstellen? Ja. Also in der DDR gab es das ja sowieso nicht. Und in der DDR bist du auch Schauspieler geworden, nicht weil du berühmt werden wolltest. Wo wolltest du denn in der DDR berühmt werden? Von Rostock bis nach Zittau. Das war's dann mit der Berühmtheit. Du bist Schauspieler geworden, weil du eben Schauspieler werden wolltest oder gerne auf der Bühne stehst oder aus therapeutischen Gründen oder ich zum Beispiel. Für mich war das auch die einfachste Art der Republikflucht, also ich war dann in einem anderen Land oder ich spiele gerne, ich stelle gerne was dar. Ich freue mich, wenn ich Leute mitnehmen kann und die dann entweder lachen oder weinen. Und ich bin gerne jemand anders. Also ja, was ja heute sogar kultiviert wird, das ist ja heutzutage endlich mal anerkannt. Und ansonsten ist es halt nur dem Schauspieler oder dem Darsteller immer zugeordnet worden. Und das war halt der Grund. Und es ging nie um einen selber oder so. Und im Westen war es dann so, da war jemand, die war von der Z, damals hieß es ZBF, Zentrale Bühnenvermittlung, und die kannte mich aus der DDR, weil die dort in Leipzig immer ins Kabarett gegangen ist und ich dort bei den Akademikern und auch bei der Pfeffermühle war. Und als die gehört hat, dass ich im Westen bin, ich weiß nicht, das sprach sich dann irgendwie rum. Und ich hatte ja vorher auch schon sehr gute freundschaftliche Verbindungen zu Dieter Hildebrand und auch zu Gerhard Polt, weil die bei uns wiederum gastiert haben, wir bei denen da gastiert haben, als noch die Mauer war. Sprach sich irgendwie rum. Und die hat dann gesagt, so Manon, pass auf, du fährst dahin, du fährst dahin, du fährst dahin. Wenn die dich nicht vorlassen, dann machst du einen neuen Termin. Und so habe ich das gemacht. Also ich bin überall alleine hingefahren und habe mich vorgestellt. Und ja, und dann einmal war es dann eben so, dass ich da saß. Ich glaube, das war in München bei Frau Bockhoff. Ich weiß es nicht mehr genau. Und die während des Gespräches klingelte das Telefon und die sagte, ja, die sitzt vor mir. Ich denke, wer sitzt denn hier noch? Die kann mich ja nicht meinen. So, und dann sagte die, und das Wort hatte ich damals auch noch nicht gehört, können Sie morgen zum Casting, bei uns hieß das Probeaufnahmen, zum Casting nach Köln fahren für die Lindenstraße. Da saß ich aber sofort im Zug. Und Und die dann bin ich da Lindenstraße kanntest du hingefahren. ja auch schon als Bitte? Zuschauerin. Die Ja, Lindenstraße kanntest du Lindenstraße schon? kannte ich, habe ich ja im Osten, habe ich ja immer sonntags geguckt. Okay. Und da dachte ich, ey, da fährst du hin, na klar. Du kannst ja jetzt auch, ich fand es jetzt nicht so cineastisch, jetzt nicht ein Meisterwerk, aber ich dachte, du stellst dich da auf jeden Fall vor. Ja. Also das machst du auf jeden Fall. Und ich hatte aber auch schon ein Engagement in Heidelberg am Theater. Da hatte ich zwischendurch auch schon vorgesprochen und die wollten mich haben. Und dann bin ich da mit zwei Sachen aus der Geschichte rausgegangen, ne? Was natürlich ein Glücksfall war. Aber mir war das damals gar nicht so bewusst, dass man als Schauspieler um Jobs kämpfen muss. Weil wir hatten alle einen Job. Wir sind alle irgendwo vermittelt worden. Oder man hat sich dann eben beworben, wenn man an ein anderes Theater wollte. Das war sehr schwierig, weil die Schauspieler unkündbar waren. Und dadurch gab es eben auch keine Vakanzen, ne? Und ich erinnere mich noch genau, also ich wusste schon, ob des Systems und Kapitalismus und so weiter und so fort.
Und dass man also hier am Ball bleiben muss und sich selber kümmern muss und so. Und als ich mich in Heidelberg am Theater beworben habe, da habe ich dann meine Unterlagen mitgenommen. Ohne Termin bin ich dahin in dieses Sekretariat und habe da geklopft und die war empört, quasi die Dame, die da im Vorzimmer saß. Ja, haben Sie einen Termin? Und nein, ich habe gesagt, ich möchte einfach meine Unterlagen abgeben. Ich komme gerade aus der DDR und mich interessiert das hier und ich wohne jetzt hier. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass mein Mann hier schon engagiert ist, weil ich wollte nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden, dass man so als Knochenbeilage aus Mitleid engagiert wird. Eventuell bin ich auch noch davon ausgegangen, dass ich sowieso engagiert werde. Es war ja nicht so einfach. Und an diesem Termin oder beziehungsweise Nicht-Termin stand ein Mann in diesem Raum am Fenster und guckte aus dem Fenster und rauchte und stand mit dem Rücken zu mir. Und er hat sich während des ganzen Gespräches nicht einmal zu mir umgedreht. Und dann habe ich da meine Unterlagen hingelegt und habe gesagt, naja gut, dann gehe ich mal wieder. Und da hat sie gesagt, Sie können das gleich wieder mitnehmen. Wir haben sowieso keine Vakanzen. Dann habe ich meine Unterlagen genommen und habe mich wieder umgedreht und bin zur Tür gegangen. Und als ich an der Tür stand, habe ich gedacht, nee, du kannst jetzt hier nicht so den Raum verlassen. Dann habe ich mich wieder umgedreht, habe ja die Sachen wieder auf den Schreibtisch gelegt und habe gesagt, behalten Sie sie mal da, vielleicht stirbt ja jemand. Ich habe das nicht witzig gemeint. Es ist mir so, es kann doch passieren. Und dann bin ich da. Und am gleichen Abend bekam ich dann einen Anruf von dem Intendanten. Das war nämlich der Mann, der am Fenster stand und rauchte. Und der hatte gesagt, sowas hätte er überhaupt noch nicht erlebt. Auch so eine Dreistigkeit. Und da habe ich gesagt, ich bin nicht dreist, aber ich will einfach, ihr wisst ja nicht, dass es mich gibt. Also muss ich mich doch jetzt hier erstmal, ne, präsentieren. Und so, ja, sagte er, musste da so lachen, vielleicht stirbt ja jemand und so. Aber ich sage, so ist es Leben, das kann durchaus Natürlich, passieren und dann fehlt euch jemand. Deswegen sage ich, ich bin schon mal da. Das klingt jetzt furchtbar, aber so war das, könnte ich heute gar nicht mehr. Ich weiß nicht, also ja, das ist wirklich dann der Vorteil, wenn man jünger ist, da macht man sich weniger im Kopf. und gab es dann irgendwann den Termin, wo du dich mit Herrn Geißendörfer getroffen hast, oder? Ja. 5 Tage später. Weil Kannst der du war wohl irgendwo, weiß nicht, der war nicht da. Und dann hieß es von dem Caster in Köln, ich soll nach Bocklemünd rausfahren. Und da habe ich gesagt, hat es geklappt? Und hat er gesagt, das darf er nicht sagen. Ich soll erstmal zum Gespräch zu Geißendörfer. Und da bin ich nach Bocklemünd. Und der hat sich erstmal meine ganze Geschichte angehört von Leipzig, von den Montagsdemos. Weil bei ihm ist das ja mit die 68er schon eine Weile her. Und hat er, glaube ich, dann auch später vergessen, wofür er mal, naja, ist ein anderes Thema. Jedenfalls, das fand er also wahnsinnig spannend. Und ich muss sagen, mir war der auch irrsinnig sympathisch. Also er hat einem immer das Gefühl vermittelt, dass er einem zuhört und für einen da ist. Das ist nicht letzten Endes nicht ganz so gewesen, aber er fühlte sich schon als Vater des Ganzen so. Und ich habe mich da zunächst, also die ersten 2 Jahre, auch sehr wohl gefühlt. Und auch mit der Rolle der Claudia Ranzo, die du verkörpert hast. Und ich muss Ja. kurz für alle anderen erklären, ich selber bin ja Baujahr 78, das heißt, als du in die Lindenstraße gekommen bist, war ich so präpubertär irgendwie und habe das da gar nicht in der Erstausstrahlung so richtig verfolgt, habe natürlich so die Handlungsstränge im Groben immer mal wieder mitbekommen und habe jetzt in der Tat angefangen. Haben wir irgendwann im letzten Jahr, glaube ich, im Sommer mit meiner Frau, die das auch nur so nebenbei immer mal verfolgt hatte, dass wir wirklich konsequent von Folge 1 nochmal geschaut haben und sind jetzt aktuell gerade im Jahr 95. Du bist also schon ein paar Jahre dabei. Ich kenne also jetzt 95 habe ich aufgehört. Genau. Also das müsste jetzt bald sozusagen sein, dass du gehst. Und habe so ein bisschen jetzt, kann jetzt also beurteilen, wie so deine Geschichte in der Serie war. Und während
dass am Anfang ja alles relativ viel ostbezogen war. Du bist gekommen und Ja, das war ja das Thema, genau. Frank. Das war ja damals die Zeit. Das war ja 90. Und als ich das Casting gemacht habe, in 89 ist die Mauer gefallen. Ich glaube, es gab da schon, ich weiß nicht, ob es noch sogar noch die DDR gab. Das weiß ich nicht, als ich das Casting gemacht habe. Das war das Thema. Und Geißendörfer hat sich ja auf die Fahne geschrieben, weil er ja nun einmal diese geniale Idee hatte, die Wahlergebnisse an dem Sonntag, wo die Lindenstraße ausgestrahlt wurde, mit einzubauen in die Sendung. Das war ja, also, das hat ja Fernsehgeschichte geschrieben. Hat er also dann immer die Affinität zu aktuell politischen Themen und Bezügen gehabt. Wobei ich sagen musste, später für mich war das dann manchmal, danach kam der Weltspiegel. Da habe ich mir lieber den Weltspiegel angeguckt als diese aufgearbeitete Sache oder so, ja. Aber das war natürlich damals Thema. Es ist nur, dass das als Kind an dir oder vorpubertiert an dir vorbeigegangen ist. Ich meine, das betraf ja ganz Deutschland, dem Mauerfall und dass da die Leute aus dem Osten und sich eine neue Existenz aufbauen und so. Habt ihr das nicht in der Schule behandelt? Doch, doch, natürlich. Nein, ich meinte, an mir Ja. vorbeigegangen, dass das sonntags Lindenstraße geschaut wurde. Das war für mich als 12-, Ach so, 13-Jähriger. Das das, meinte ich ich damit. dachte das Thema. Nein, nein, nicht das Thema, sondern dass ich einfach die Lindenstraße lief bei mir unter ferner Liefen irgendwie. Also das war jetzt Ja. nicht, gehörte nicht zum Pflichtprogramm am Sonntag für mich als 12-, 13-Jähriger. Das meinte ich nur damit. Ja. Genau. Und ja, und Ja, man und dann wie. war das genau wie du sagst, es war natürlich sehr ostlastig und es hörte aber auch nicht auf. Also das ist so stehen geblieben und da habe ich gemerkt, die entwickeln sich da ja überhaupt nicht weiter. Die wollen gerne und es ist mir dann auch später, ist mir das aufgefallen, dass Schauspieler oder Künstler oder Leute, die in der Öffentlichkeit bis heute stehen, wenn die aus dem Osten kommst, wird sofort gesagt, wo du herkommst. Ja. Das ist bei den Westkünstlern nicht der Fall. Der gebürtige Mannheimer wird nicht geschrieben, aber die gebürtige Suhlerin oder so. Sodass also die Leute sofort Ossi und Wessi und dann projizieren sie da irgendwie ihre Erfahrung rein. Und das ist also diese Mauer in den Köpfen, die ist ja immer noch da. Jetzt haben wir ja wieder das AfD nur im Osten ist, was ja eben nicht der Fall ist. Ne? Also man hat da immer noch, das dauert noch Generationen. Und mir ist es halt aufgefallen, dass die Frau aus dem Osten, die jetzt nun schon 2 Jahre im Westen war, einen Blumenladen hatte, sich keinen Jota weiterentwickelt hat. Also es fing von den Kostümen an bis hin zu ihrem Umfeld und also ein Frauenbild. Ich konnte das damals nur nicht formulieren. Ja, also Frau ist schon schlimm in Deutschland und noch aus dem Osten und noch der Dialekt. Also schlimmer geht's ja gar nicht. Also hattest du das Und Gefühl, da dass deine Besetzung so ein bisschen, und ich meine das überhaupt nicht böse, aber das ist das, was mir jetzt so einfällt, dass du so ein bisschen von Geißendörfer ja. die Klischee-Quoten-Ossi-Frau warst? Richtig. Richtig. Ich begreife sowas. Es dauert einen Moment, dann, wenn ich es begriffen habe, dann versuche ich noch irgendwas dran zu ändern, wenn ich merke, die verstehen mich gar nicht. Hm. Das hat überhaupt keinen Sinn, dann gehe ich weg. Das mache ich dann nicht mehr. Das bediene ich dann nicht mehr. Und es hat sich da nichts geändert, abgesehen davon, dass ich auch mit einem Kollegen nicht so gut klarkam. Ich habe das auch benannt. Das hätte man ändern können. Man hätte die Bücher auch verändern können und so. Ja, wurde mit mir essen gegangen. Amadel, komm, stell dich nicht so an. Und das wird schon. Und so, ich sage, nee, wird nicht. Es stimmt einfach nicht. Und so. Und ja, gut, wir kümmern uns drum. Es wurde sich nicht drum gekümmert. Naja, da habe ich mich gekümmert. Und dann habe ich halt zu Hans gesagt, möchte aufhören. Okay. Und zwar so schnell wie möglich. Ich möchte nicht mehr in den neuen Büchern vorkommen. Okay. Es hat dann auch Ärger gegeben, weil er hat immer die Leute rausgeschrieben und nicht, dass die Leute von sich ausgehen. Das war bis zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Einzige, der das machen durfte, war Till Schweiger. Aber weil der unter so einem Protektorat stand mit Eichinger, da hat sich selbst Geißendörfer nicht rangetraut.
denke ich mal. Da kam das Der Ego ist, ein glaube bisschen ich, auch. hervor, ne? Des Herrn Geißendörfers. So nach dem Motto, wenn dich jemand rausschreibt, dann bin ich das. Das ist so ein bisschen So ist Ego-Ding, es. ne? Ja. Ja. Und natürlich, er war auch enttäuscht, weil der hat sich ja so ein bisschen gesehen als der Retter, der kommt nie aus dem Osten, hat keinen Job. Und ich habe ihr den ersten Job gegeben. Wenn es der Job nicht geworden wäre, wäre es was anderes gewesen. Ich hatte ja, wie gesagt, auch schon Heidelberg in der Tasche, ne? Aber so hat er sich, ich will das gar nicht verurteilen oder so, aber er empfand es als undankbar. Und Ja. wenn ich mit ehemaligen Darsprecher, ich habe zum Beispiel mit der Andrea Spatzek schon ein schönes Interview geführt, die ja durchaus gesagt haben, man konnte auch beim Geißendörfer so ein bisschen auf ihn einwirken, wenn man die Geschichte in eine gewisse Richtung gedreht haben möchte. Hast du das versucht, dass du. Nein, das stimmt nicht. Okay. Nee. Also natürlich, mich haben sie um Rat gefragt, weil sie die Ostzustände nicht kannten. Aber ich konnte keinen Einfluss auf die Bücher nehmen. Das konnte vielleicht Andrea. Ich konnte das nicht. Also Okay. Andrea war aber auch schon 100 Jahre dabei. Und die war eine Säule der Lindenstraße. Das darf man nicht vergessen. Aber ich kann mich nicht erinnern. Ich habe mich mit den Autoren halt zusammengesetzt und habe über die DDR gesprochen. Ich bin mit denen auch nach Leipzig gefahren. Und das war für die mega interessant. Aber dass ich jetzt irgendwie Einfluss auf die Bücher hätte nehmen können, das nicht, das ja gesehen. Ich habe es ja gerade Ja, gesagt. genau, deswegen wundert es Also. mich. Ja, genau. Okay. Genau. Kannst du dich noch erinnern, wie war die Zusammenarbeit mit Christian Karmann? Ihr wart ja dann ein Paar. Nee, jetzt möchte ich nicht mehr über die Lindenstraße Okay, sprechen. Jetzt ist gut. nochmal gut. Nee, dann ist ja in Also, Ordnung. Das ist ja in Ordnung. Aber dann war für dich das Kapitel erledigt? Nee, das ist. weil es ist, ich muss wirklich so viel kramen da, Okay. weil das ist wirklich Steinzeit für mich. Okay, Also, okay. Ich ich hätte möchte die sonst. Zeit nicht missen. Es war eine wichtige und wirklich, das ist keine Floskel. Es war teilweise auch eine richtig gute Zeit. Ja. Ich habe auch tolle Kollegen kennengelernt, die Eier hatten. Ja. Und auch charakterliche Schwächen wie überall. Und es war eine gute Zeit bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich gehen. Und warum ich dann nicht immer so lange drüber reden will, weil das so zu einem Phänomen erhoben wird, was es in meinem Leben nicht war. Okay. Weißt du, wenn du Andrea jetzt darüber ausfragst, oder neulich habe ich Marie-Louise auf dem Bahnhof getroffen. Es war eine Freude, ja. Die haben darüber was zu erzählen. Ich nicht. Ich habe darüber gar nicht so viel zu erzählen. Okay, dann lass mich mit einer Frage einen Übergang finden. Und zwar, Thema war ja durchaus auch dort deine Brustkrebserkrankung in der Lindenstraße. Hast du da denn gemerkt, Ist auch schon wieder vergessen. da wird was von dir gefordert, wo du darauf aufbauen möchtest, dass für spätere Rollen du einfach auch mehr charakterlich agieren möchtest, dass du nicht einfach nur eine Schablone von irgendjemandem sein möchtest, sondern dass du charakterlich mehr in die Tiefe gehen möchtest? Nein, das hat keinen Sinn. Du kannst nichts aufbauen. Die Leute sehen dich so, wie sie dich sehen wollen. Okay. Und ich habe so viele dramatische Sachen gespielt, das spielt alles keine Rolle. Und vorbauen kannst du in diesem Beruf sowieso nicht. Und mir ist es auch egal. Hauptsache, ich erzähle eine gute Geschichte und ich spiele gut. Alles andere, ich habe keinen Dünkel, was Unterhaltung anbelangt oder selbst Nonsens zu machen, das ist immer so deutsch. Für Amerikaner ist alles Show. Wir benutzen zwar das Wort jetzt auch inflationär, bloß wir haben überhaupt keine Ahnung, was Show ist. Gar keine. Null. Nada. Aber für die ist alles eine Show. Und da hat ein Film wie Schindlers Liste genauso eine Berechtigung. Oder umgekehrt, ein Film wie Schweinchen webt genauso eine Berechtigung, einen Oscar zu bekommen, wie ein Film wie Schindlers Liste. Nur bei uns werden da immer, ja, das ist eine Charakterschauspielerin oder das ist das Einfachste von der Welt, sich in ein Drama reinzufühlen. Das ist viel einfacher, als wenn du Leute mit deinem Drama, was du jetzt zu spielen hast, zum Lachen zu bringen. Das ist viel schwerer. Ja. Und ist das Und auch ein deswegen, ich habe. ganz,
Ganz kurz, ist das ein deutsches Phänomen, dieses Schubladendenken? Also das Ja. in Amerika kannst du ja wirklich alles spielen. Da spielst du Drama, da spielst du Komödie. Hier in Deutschland, und das sagen ja durch die Bank weg Schauspielerinnen und Schauspieler, wenn ich einmal besetzt bin, deswegen wird wahrscheinlich auch oftmals ungern jahrelang eine Serienrolle gespielt, weil du immer wieder nach demselben Muster besetzt wirst. Ist das, ich will gar nicht sagen die Schuld, aber liegt das an den Zuschauern, die dich einfach, die einen Professor Brinkmann halt ein Leben lang nur. Nein, nein, es liegt an den sogenannten Verantwortlichen. Wenn ich den Nachruf von Micky Beisenherz lese zu Elmar Wepper und da steht, der Bessere von den Weppern ist gestorben, da ist mir das Messer in der Tasche aufgegangen. Du warst ein seriöser Schauspieler, so sinngemäß. Also seriös stand drin und der Bessere, der Wepper-Brüder ist gestorben, also von der schauspielerischen Leistung, ja, weil Elmar nun diesen Film gemacht hat mit Hannelore Elsner bei der, na, wie hieß sie, Doris Doris Dörre, Dörrie, diese Japan-Geschichte. Ein sehr berührender Film, aber vorher hat er jahrelang mit Uschi Glas zwei Bayern in Hamburg aufgemacht. Wunderbar, ich habe das geliebt, ja, toll. Wieso wird Fritz, der ein internationaler Star durch Cabaret, durch die Brücke von Bernhard Wicki, da stellt sich ein Herr Beisenherz hin und urteilt, wer der bessere Schauspieler ist. Und das ist fürchterlich. Und ich spiele nicht für solche Leute. Ich mache das nicht fürs Feuilleton, ich mache das nicht für irgendwelche Journalisten, ich mache das fürs Publikum. Und die, wenn, natürlich, wenn du jetzt 50 Jahre lang Mutter Beimer warst, ist es schwer, dann in einem anderen Format eine Mörderin. Deswegen lege ich mich auch nicht fest, aber ich kann nichts planen und sagen, oh, das muss ich jetzt mal, damit die mich endlich mal mit einer so und so Rolle besetzen. Außerdem weiß ich gar nicht, ob die so und so Rolle dann besser ist als die, sage ich jetzt mal profan ausgedrückt. Und was der Deutsche auch immer vergisst, ja, das ist oberflächlich. Die Tiefe beginnt an der Oberfläche. Ne? Und das ist gar nicht, ich will die Schuld gebe ich überhaupt nicht dem Publikum, weil das Publikum konsumiert das, was ihnen vorgesetzt wird. Und wenn du so nicht besetzt wirst, dann, ich habe das erlebt, ich habe die Mutter von Katharina Wackernagel in einem Kinofilm gespielt, die Boxerin, und das war sehr problematisch, die Geschichte mit Klopperei und also Alkohol, wirklich also angesiedelt, wo es sozial schwierig war und das Kind da raus will und eine Boxlaufbahn macht und so. Und da sagt der Berlinale, ein Regisseur, zu mir, der Film wurde da gezeigt und ich hatte eine Perücke, die haben wir entwickelt, so mit rausgewachsenen Ansätzen und rausgewachsene Dauerwelle und so. Und da sagt ein Regisseur zu mir, warst du jetzt in dem Film drin? Ich sage ja. Ja, sagt er, ich bin ein bisschen später rein. Und die Ene, die Mutter gespielt hat, die hat dir so geähnelt. Und da habe ich gesagt, das war ich. Nee. Ich sage doch, deswegen war ich in dem Film jetzt drin. Ich habe den jetzt auch gesehen. Den Film, die Rolle habe ich gespielt. Ja, wie ist denn das passiert? Du machst doch sonst immer nur so. Ich sage was? Gute Serien? Was meinst du jetzt? So sieht's mal aus. Unter den Leuten, die es machen oder die darüber schreiben und nicht das Publikum. Okay. Also ist das am Ende zum Beispiel für Schauspieler wie Junke oder auch George, die im Alter ja noch so facettenreiche Rollen gespielt haben, der Trinker oder ich liebe von Junke auch der Papagei zum Beispiel, dass das wirklich Geschenke waren, dass sie das spielen durften? Was heißt denn spielen durften? Das hätten die schon viel früher spielen müssen. Ja, Aber natürlich, im aber ich meine, Alter würde das dann. ein George war in der Schublade Schimanski, ein Junke war in den 50er Jahren der Heimatfilmmensch und so weiter. Also Und guck mal, und Schimanski, also beziehungsweise, weil du das jetzt gerade sagst, George, der hat den Todmacher gespielt. Es hat ihm nichts genützt.
Deswegen, du kannst es überhaupt nicht irgendwie kalkulieren oder so. Ute Billing, ich habe die gesehen als Krebskranke. Das war eine Dreiecksgeschichte mit Barbara Rudnick und Klaus J. Behrens, der den Mann von Ute Billing gespielt hat, die krebskrank war und sich in ihre behandelnde Ärztin verliebt. Die Ute war so toll, die ist aber auch toll in so Familiengeschichten gewesen. Entweder bist du ein guter Schauspieler oder bist du es nicht. Und wie gesagt, in Amerika, Frankreich oder so, die Leute werden da kreuz und quer besetzt. Natürlich ist für viele auch der Wunsch, sie möchten gerne mal in einer Komödie spielen, die also immer so diese knallharten Themen hatten oder so, ne? Also, aber, und wenn du dich halt abonnieren lässt auf Action, dann ist es halt so. Aber die verdienen eben auch, und die Betonung liegt auf verdienen, so viel Kohle, dass es denen dann letzten Endes, vielleicht fühlen sich auch wohl in dem Metier. Ich bin gerne mal da und mal da und mal da. Und ich kann nur müde lächeln, wenn mir irgendein Caster sagt, das kann die nicht. Die ist leider. Und dann will ich mache jetzt eine Sitcom zum ersten Mal in meinem Leben, weil man mir das vorher nicht zugetraut hat. Dann wirst du irgendwie vorgeschlagen für einen Krimi. Nee, das kann die nicht. Die macht ja nur Sitcom. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz und deswegen habe ich es aufgegeben, irgendwelche Leute überzeugen zu wollen. Ich spiele das, was mir gefällt. Wo ich was sehe, wo ich was spielen kann, wo sich Leute vielleicht auch wiedererkennen, sagen, oh ja, das ist mir, Gott sei Dank, dass mir das nicht passiert. Ich kenne da auch sowas oder so. Mehr nicht. Und ich Und will nicht langweilen. nein, nein, alles gut. Und ist es so, hättest du bei der Lindenstraße nicht die Reißleine gezogen, wäre eventuell die Elfi Gerdes gar nicht in dein Leben gekommen? Hätte das passieren können? Ja, natürlich. Oder? Mich haben auch alle gewarnt schon vorher. Ich wusste das nicht, dass es so ein Dünkel überhaupt gibt, auch bei Castern und Agenten, was die Lindenstraße anbelangt. Ja, dann sind sie verbrannt für andere Formate. Also war mir irgendwie nicht klar, konnte ich mir nicht vorstellen, bis es mir dann wirklich so gegangen ist, nach 3 oder 4 Jahren, weiß nicht, wie lange das war, wo ich dann gesagt habe, so, ich bin jetzt am Theater, aber weil mir auch jemand gesagt hat, du musst jetzt sagen, dass du nicht mehr bei der Lindenstraße bist und so. Ja, und dann wurde mir gesagt, ja, aber warum melden Sie? Sie können ja kein Hochdeutsch. Aha. Wusste ich nicht. Ja, ich höre es, ja, Sie können kein Hochdeutsch. Und Lindenstraße, Es ist nein, geht gar nicht. unfassbar. Also, ich weiß noch, ich war bei einer Agentin, weil ich eine Agentur gesucht. Was eine Agentin? Ja, in Hamburg. Und da klingelte auch andauernd das Telefon während unseres Gespräches. Und dann sagte die zu mir, kennen Sie jemanden, einen Schauspieler, der boxen kann? Und da habe ich gesagt, ja, Christian Karmann. Ich wusste, dass der Boxtraining macht und so. Christian Karmann, den kann ich gar nicht vorschlagen. Der ist ja Lindenstraße oder hat ja Lindenstraße gemacht. Der war schon, glaube ich, auch nicht mehr dabei. Ich hatte da schon Girlfriends gedreht. Genau. Kann ich nicht vorschlagen. Der kommt ja von der Lindenstraße. Ich brauche sowas wie Til Schweiger. Ich so, der kommt doch von der Lindenstraße. Das ist unglaublich. Und ich möchte mal, ich zeige dir mal kurz, hier oben steht meine Girlfriends Box. Wenn du weißt nicht, ob du das sehen kannst, hier oben, ganz oben. Die steht bei mir auch. Aber wo steht die denn bei mir? Auch irgendwo da hinten. Und lass uns bitte einmal kurz über die fantastischen Bücher sprechen, der Girlfriends. Und wie du so schön gesagt hast, eine Weiterentwicklung, die in der Lindenstraße nicht stattgefunden hat, bei Girlfriends über viele Staffeln wunderbar funktioniert. Nämlich, dass die Elfi Gerdes einfach eine Weiterentwicklung an den Tag gelegt hat, dass es mir eine Freude ist, darüber zu sprechen, denn das ist einfach ein Phänomen gewesen, wo ich von Staffel zu Staffel und ich muss kurz erwähnen, wo wir gerade über dein Gesang natürlich gesprochen haben, wo du auch immer wieder gesanglich zum Einsatz gekommen bist. Und meine allererste, glaube ich, mein allererster Gänsehautmoment war
bei der legendären Beerdigungsszene, als du Always on My Mind von Elvis gesungen hast. Und ich, wenn ich mir es heute anschaue, mir immer noch die Tränen übers Gesicht laufen, weil das einfach, ich fühle das in dem Moment. Und mehr kann ich gar nicht dazu sagen, weil das ist einfach, das ist Kunst. Ja, wenn du das so sagst, das ist schön, da freue ich mich. Ich habe mal über die Elfi Gerdes gesagt, ich spiele lieber eine Rolle mit 100 Gesichtern als 100 Rollen mit einem Gesicht. Was nützt es mir, wenn ich immer wieder, ne, also immer wieder dasselbe, das ist also eine Frau alleinerziehend mit Kind und es ist immer dasselbe. Und diese Elfi, die hat mir die Möglichkeit gegeben, dank dieses wunderbaren Autors Christian Pantsch, mit der übrigens, wie ich finde, alle Figuren toll gezeichnet hat und auch so Episodenrollen, die waren so großartig und die waren auch so großartig besetzt, ja. Man hat sich damals eben auch noch richtig Mühe gegeben und da hat zum Beispiel kein Schauspieler von denen, die wir hatten, auch Hannelore Hoger oder so, oder Ernst Jacobi. Ich meine, das sind Baustellen, das sind schon Bretter, ne? Mhm. Da hat niemand gesagt, was, Vorabendserie, ich doch nicht. Mhm. Weil das richtige Schauspieler sind. Und da konnte ich wirklich, also in der ersten Staffel, das war ja mehr so eine Farbe, wie mein Mann sagte, ja, als Farbe funktioniert das gut und so. Und dieser Berufsstand Sekretärin und Tipse und solche Mäuschen, auch wieder so ein Frauenbild war da gewesen. Das wurde auch gezeigt, wie wir auch von der Arbeitswelt gesehen werden und von den Oberen. Und dann gab es eben Walter Sittler, der den Ronaldo gespielt hat, der die Menschen eben anders gesehen hat und die Mitarbeiter. Und damit haben wir, glaube ich, auch ein bisschen eine Tür aufgemacht. Und die Frauen, die waren alle toll, auch schrill und verrückt und liebenswert und haben gearbeitet und hatten ihr Schicksal. Und es ist dort alles ohne, mit dem erhobenen Zeigefinger ist das mitgeliefert worden. Und ich glaube, der Erfolg bestand darin, dass das Publikum, und zwar auch die Männer, die immer behauptet haben, ich gucke das ja nicht, aber meine Frau, dann denke ich, woher kennt er mich dann? Dass wir die Menschen, die jeden Tag von früh bis spät arbeiten gehen, abgeholt haben. Die haben sich verstanden gefühlt. Hast du beim... Ich kann nicht gleich anfangen zu heulen, weil das war wirklich so. Ja. Hast du beim Lesen der Bücher... Ich hatte auch viele Begegnungen dann mit Zuschauern und so, die mir das dann beschrieben haben. Eine Geschichte war auch, also ich hatte mal den Hund von Marile für 6 Wochen, weil Marile in Urlaub gefahren ist und die wollte den nicht ins Tierheim geben und so. Und dann habe ich gesagt, ich nehme ihn, weil ich habe eine große, bin ganz der größte Hundefan, Liebhaber. Deswegen habe ich auch keinen auf der Welt. Und der Hund Hans Günther, freches kleiner Yorkshire-Dackel-Mix, liebte mich auch. Wir haben uns gut verstanden. Hatte ich den also 6 Wochen. Und die hat gesagt, pass auf, der ist immer frech, gerade zu größeren Hunden. Und da habe ich gesagt, ja, ich passe schon auf. Na, Heiligabend, wir wollten es uns gemütlich machen. Ich sage zu meinem Mann, ich gehe nochmal runter mit dem Hund. Wir gehen runter, kommt ein Mann mit einer riesen Leine und Schäferhund. Und Hans Günther hebt das Bein genau vor der Nase von diesem Schäferhund. Der Hund, nicht lange gefackelt, Hans Günther geschnappt und in der Luft so rum. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir mussten also Heiligabend zum Tierarzt. Es war nicht weiter schlimm, der hat ihm so ein bisschen die Jacke zerruppt und ja, und da kommt eine Frau aus dem Behandlungszimmer mit einem leeren Katzenkorb. Und die sieht mich und fällt mir um den Hals und weint und weint und weint. Weil die ihre Katze Heiligabend einschläfern lassen musste. Furchtbar. Und ich habe gleich mitgeheult. Ich dachte nur, wieso ich jetzt, sitzen doch noch andere. Und da sagt die, sie wissen ja, wie das ist. Sie haben das ja selber durchgemacht. Ich habe in meinem Leben noch keine Katze gehabt.
Ich sagte zu meinem Mann, da hat die was verwechselt. Da hat er gesagt, nee, das ist, wo von Elfi die Katze gestorben ist und die dann mit dem Lernkorb ins Büro kommt. Das hatte ich vergessen. Hast du beim Lesen der Bücher direkt gemerkt, was das für eine Qualität ist? Ja. Ja. Sofort. Ich hab das sofort, die Atmosphäre gespürt. Dieses Hotel, diese, ach Mann, das heule ich schon wegen einer Katze. Daran merke ich auch, dass ich alt werde. Ich heule bei jeder, also ich heule sogar bei Kollegen, die ich nicht gerne im Fernsehen sehe. Wenn die was Trauriges spielen, heule ich. Daran merke ich, ich werde alt. Nee, um auf die Bücher zurückzukommen. Ich habe die Atmosphäre sofort, diesen heute würde man sagen, Spirit, sofort gespürt. Ich habe die Figuren vor mir gesehen, wie die da durch dieses Hotel, Fahrstuhl und das alles. Und dann habe ich mal geguckt, meine Rolle, das waren 18 zusammenhängende Sätze. Aber die waren jeder Folge drin. Elfi holt die Akten, Elfi macht das, dann Elfi guckt so und so, dann kommt man. Ne? Also ich hatte ja noch keine richtige Geschichte. Aber ich wollte dabei sein. Ich wollte dabei sein. Und das Tolle war, ich musste für die Rolle nicht mal ein Casting machen. Ich weiß nicht, ob es die Regisseurin damals, die Christine Kabisch, war und dann auch die Producerin irgendwas, die wollten. Also eine Casterin war schon mit dabei und die hat meine Unterlagen dahin geschickt und das fanden die wohl irgendwie witzig oder witzig, ist ja immer so bei mir. Ja, und ich brauchte keinen Cast zu machen. Okay. Und du hast es gerade schon gesagt, und das möchte ich hier gerne nochmal erwähnen, dass bis in die kleinste Rolle alles top besetzt war. Das fängt bei den Mädels im Schreibpool an, die jeder für sich ihre eigene Geschichte hatte, ob das die alleinerziehende Mama war oder ob es dann die Ilka war, die beste Freundin von der Marile, und ob es die Filmeltern von Marile waren. Ja. Also es war bis in die Frank, du sagst es, es wurden auch sämtliche Generationen abgeholt. Es waren nicht nur die hippen jungen Leute. Dagegen ist ja nichts zu sagen, aber wenn du nichts dagegen setzt, weiß ich nicht, was daraus für Geschichten entstehen sollen. Ja. Und ich frage mal so, Weil. Und Bitte, wahrscheinlich wirst du. entschuldige. Nee, alles gut. Wahrscheinlich wirst du mir, also ich kann die Frage selber nicht beantworten und ich tippe mal, du auch nicht. Trotzdem möchte ich die Frage hier stellen. Warum die 17. Soko und nicht ein neues Girlfriends? Also von der Qualität meine ich jetzt her. Warum nicht am Sonntagabend mal nicht Rosamunde Pilcher und Inga Lindström, sondern qualitativ ein neues Girlfriends? Warum nicht? Weil es keiner mehr kann. Ist das so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass man, also das heutzutage belächelt, weil man ja immer noch auch die alte, also die Art zu filmen und zu erzählen. Dabei fand ich das gar nicht so langatmig Nee, nein. oder so. Es war natürlich nicht so schnell geschnitten, wie das heute der Fall ist. Man blieb eben auch mal auf einem Gesicht hängen. Und weil es aber was zu erzählen hatte. Und ich glaube, dass heute gedacht wird, dass diese Probleme nicht mehr interessieren. Ja, Aber es waren doch ich schon würde da, mich. alle gesellschaftlichen Themen sind doch da erzählt worden. Also Ja. ob das Beziehungsprobleme waren, ob das eine unerfüllte Schwangerschaft ist, ob das Beziehungsprobleme, Fremdgehen, Tod, Liebe, es ist doch alles vorgekommen. Homosexuell, Ja. Alles war dabei. Ja. Also Alles. daran Also kann es nicht liegen. Mord, wir hatten einen Ja. Mord, dann eben auch diese Geschichte, wo man, weil du das gerade gesagt hast mit Ilka Frohwein, das ist ja so eine Figur gewesen, wo man dachte, oh, die ist schön, die hat einen Mann, der ist Arzt, der ist Schönheitschirurg, da ist alles super. Und die war so eine zerrissene, traurige Frau, weil sie eben dieses mit ihrem Vater diese Geschichte hatte, die aber erst in Staffel, weiß ich nicht, was dann erzählt wurde, ne? Und so, wo dann kein Kontakt zu ihrem Vater war über Jahre und so.
ich weiß es nicht, ob man nach wie vor vor Frauen Angst hat. Das war, ist ja dann doch eine ganze Menge an Frauen, die Oder aber da. auch, wo wir bei der Figur Ilka Froh waren, die Story mit dem Kriegsreporter, die neue Liebe, als sie dann Zum irgendwann Beispiel, kam, ne? da haben wir doch jetzt dieselbe Ja. Situation. Ja. Also da, ja, frage ich mich immer so ein bisschen, ich will das nicht gar nicht nur aufs ZDF schieben, aber zum Beispiel ZDF, wir können mehr als Traumschiff. Also da geht Ja, und mehr. dass so eine Sehnsucht da ist Ja. danach, das sieht man ja. Ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, vielleicht höchstens mal eine Folge vom Bergdoktor gesehen. Aber da ist ja auch nicht, ich dachte, Bergdoktor, das ist alles mit den Bergen und bayerisch und so weiter und so fort. Aber da geht es ja auch um Beziehungen und so weiter und Schwierigkeiten. Das ist ja nicht nur der Bastei-Lübbe-Arztroman. Genau. Und es sind, by the way, auch tolle Schauspieler dabei. Dass die Leute an solchen Formaten dranbleiben, das sieht man ja. Aber manchmal glaube ich, dass von den Verantwortlichen das Publikum, ich habe das auch am Theater manchmal gemerkt, das Publikum verachtet wird. Dass man das für blöde hält und wenn ihr unsere Filme nicht versteht, dann seid ihr eben zu dämlich. Und Unterhaltung wollen wir mal gar nicht machen. Ja, es ist immer so ein bisschen so dieses, wenn etwas funktioniert, dann kann man es auch totreiten. Und wie ich gerade schon gesagt habe, der x-te Krimi, kein Samstag ohne Krimi, kein Vorabend ohne Krimi und so weiter. Und ja. Und es ist so schade für die Produktion, denn wir haben durchaus sehr gute deutsche Fernsehfilme. Sehr Ja. gute. Es ist dann eben nicht der Freitagskrimi oder der Montags-Dingsbums- oder Mittwochskrimi und so, sondern es wie neulich diese zwei Freunde mit dem Justus von Donani und dem Mattis, ne? Da habe ich gedacht, oh Gott, das wird schwierig. Ich weiß gar nicht, wie die Quote da war. Ey, ich bin da von Anfang bis Ende hängen geblieben. So. Oder auch auf Netflix gibt es tolle deutsche Produktionen. Aber ich kenne viele auch aus meinem Bekanntenkreis, die sagen, ach, wir gucken gar keine deutschen Filme mehr, das ist alles immer dasselbe und so. Mir wird ja auch oft schon oktroyiert, was ich denken soll. Ne? Da wird schon immer alles dunkel fotografiert. Entsättigte Farben. Weil es geht hier um was. Das ist nicht so kunterbunt wie deine lustigen Girlfriends oder die Rosamunde Pilcher oder sowas. Nein, nein. Ja, das ist schon. Und deswegen ist es, wenn was Schlimmes kommt, immer auch dunkel. Und dann kommt dazu, ich verstehe sie nicht mehr. Dann kommt diese relevante Sprache dazu. Wir wollen Relevanz. Da sprichst du so wie jeder. Verstehe es nicht. Was hat er gesagt? Ich fand übrigens auch, Endungen werden fallen gelassen und so. Akustisch. Ich habe ja. einen Hörtest machen lassen. An meinen Ohren liegt es wirklich, wirklich nicht. Ja. Aber ich verstehe sie nicht. Ich habe das auf Anschlag. Ja. Und immer auf ehem Ton. Und da zieht es mir wirklich die Augen dann zu, weil keine Amplitude mehr in der Sprache passiert oder so. Entweder wird gebrüllt oder auf ehem Ton gesprochen. Ich möchte aber nicht verallgemeinern, so ist es nicht in allen Filmen. Aber es schadet diesen Fernsehformaten, weil viele sagen, oh nee, und die x-te Frauenleiche und so, ja. Jetzt ist es natürlich so, du bist Schauspielerin, damit verdienst du dein Geld, damit ist am Ende des Monats dein Kühlschrank gefüllt. Bedeutet das zwangsläufig, wenn das nächste Angebot für die nächste Traumschifffolge kommt, dann unterschreibt man nur definitiv oder sagt sie mittlerweile, die Bücher haben eine Qualität erreicht, da kann ich mich nicht mehr mit identifizieren? So ist es, Letzteres. Ja. War zu Letztes. Also, Rademann-Zeiten noch ein bisschen anders. Ich finde, gerade in den letzten Jahren ist ja, es noch mal immens wir wollen erschienen. mal, also ich weiß, in welchem Format ich bin, dass das kein Shakespeare und kein Schiller ist, ist mir klar. Ich möchte das aber gut machen.
diese Form der Unterhaltung. Ich liebe auch Operette. Nee, jetzt muss ja, wird der Musical jetzt immer gemacht. Es gibt gar keine Operetten mehr. Ja, das ist nochmal so ein eigenes Ding, Genre und so. Nee, es ist mir zu blöde, mit Dilettanten zu spielen, die diesen Beruf nicht können. Und da können die noch so nett und freundlich sein, dass ich sehe es. Ich habe mir 2 oder 3 Folgen angeguckt. Ich möchte nicht irgendwelche YouTuber bedienen, die auch noch das doppelte Engage mitunter kriegen oder irgendwelche Influencer, die also wirklich nur die Leute kennen, die auf YouTube und TikTok und sowas unterwegs sind. Die gucken doch aber kein Traumschiff. Ich meine, das ist doch eine Milchmädchenrechnung. Dann laden sie solche Leute ein, die kriegen dann auch noch eine Schippe drauf auf die Gage, damit sie dann Werbung dafür machen. Aber auch das, diese Rechnung geht nicht auf. Und die Leute, die treue Traumschiff-Gucker sind, die wundern sich, was da für Leute auf EMA auftauchen. Die kennen sie nicht, die können das nicht. Also muss man sich doch zu einem Format bekennen. Und es war doch mal so, der Reiz bestand ja nicht in der Handlung oder in den Handlungen, sondern der Reiz bestand darin, dass du Leute, die, also Stars, ja, sage ich jetzt mal, deutsche Stars, die man aus anderen Filmen kannte, auf einmal alle zusammen herrscht auf so einem Schiff waren und jetzt völlig andere Situationen bewältigen mussten. Also eine, die immer irgendwie die Salondame war, auf einmal die Oma, die das Geld hatte. Ja, so. Gut, der Rademann hat auch nach Klischees besetzt, natürlich. Aber die hast du dann auf einmal auf einem Haufen gehabt. Aber da war ja eine schauspielerische Qualität. So, das war die eine Komponente und die andere Komponente war die Landschaft. Ja, Und da hattest du in den so. 80ern und 90ern, da hattest du einen Wolfgang Kieling, da hattest du einen Günther Fitzmann, da Das, hattest du genau. Elisabeth Wiedemann. Und heute hast du, ich nehme mal die Beispielfolge von Weihnachten, da hast du Kai Pflaume, der einen Sheriff in Amerika spielt, der eine Polizeikontrolle macht. Oder du hast Amira Pocher, nichts gegen Amira Pocher, aber die dann da ist, weil So. sie Pocher heißt. Doch, Also. was fummelt die in unserem Beruf rum? Entschuldige bitte, was macht die in meinem Beruf? Da hat die nichts zu suchen, die hat keine Ausbildung, die hat noch keine Filme gedreht. Also was hat die da zu suchen? Die nimmt einer anderen Kollegin den Job weg. Also gut, an ihrer Stelle würde ich das ja auch machen, ja, wahrscheinlich. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ah, ich bin keine Schauspielerin. Wobei, bloß weil ich meine Ärztin gespielt habe, stelle ich mich auch nicht in OP und operiere am offenen Herzen. Also, was die sich immer alle einbilden, und da siehst du mal die Verachtung diesem Genre und diesem Format gegenüber, dass man da irgendwelche Leute nimmt, die, gut, der Pflaume hat zwar eine Fernseherfahrung, aber es ist ein ganz anderes Metier. Ja, natürlich. Es ist eine Frechheit. Und das heißt, wenn wir dann Harald Schmidt, der übrigens seit vielen Jahren ja jetzt schon immer auf dem Traumschiff ist, Der sagt, macht es aber auch nicht mehr. ich glaube, er war jetzt Ab letzte und Folge, zu, wenn war, ihn eine Reise genau, interessiert, wollte ich gerade dem geht das sagen. sowieso alles. Das ist ja sein Argument, ne? Ich habe einen kostenlosen Urlaub, den nehme ich natürlich mit. Ja. Ja, kann man auch so sehen, aber. Ja, Ah. aber der ist Schauspieler Natürlich, und der natürlich. spielt in Wien Theater, ja, bei Peymann und so weiter. Der ist Schauspieler und wenn der Kraft seiner der Fernsehgeschichte, die er ja nun mal geschrieben hat, den Leuten auch noch den Spiegel vorhält und sagt, ja, ich mache das, es interessiert mich nicht die Bohne im Grunde genommen. Die Qualität gibt es sowieso nicht mehr, da mache ich den Urlaub. Das sagt er auch noch. Und nein, da wird es immer noch hochgehalten und so. Also, Christoph Waltz hat das mal im Stern geschrieben. Der ja nun wirklich das beurteilen kann, weil er ja in Amerika dreht. Er hat gesagt, in Amerika wird ein Filmprojekt während der Entstehung wie Kunst behandelt und wird verkauft als Ware.
Bei uns ist es umgekehrt. Es wird wie Ware behandelt und wird als Kunst verkauft. Also wenn ich der Titel wäre, also personifizierter Titel Traumschiff, ich würde meinen Namen zurückziehen. Ich würde das ZDF verklagen. Nee, weil, und ich sehe das dann auch immer an den enttäuschten Leuten, die können, wissen Sie, wissen Sie da schon, die können sich nicht in das Publikum reinversetzen, dass manche auch nur noch dieses analoge Fernsehen haben, dass die nicht mit Netflix und so weiter und so fort, mir immer gesagt, ich gucke sowieso nur Streamingdienste und so. Ja, aber manche können das nicht und wollen das auch nicht. Das ist ihnen fremd, weil sie alt sind. Die fallen hinten und die wollen ihre Leute sehen. Die wollen die Leute sehen, die sie auch kennen. Und auch junge Leute, das ist gar keine Frage. Aber die sie schon mal im Fernsehapparat gesehen haben in einer Rolle. Ach, das ist doch die, die das Mädchen gespielt hat bei so. Ach, gucke, jetzt spielt sie die Tochter von. So. Genau. Das interessiert keine Katze. Das Ja. geht so am Publikum vorbei. Also dieses Metier, meine ich. Aber es ist natürlich auch immer noch so, dass immer noch 5 bis 6 Millionen das Traumschiff gucken. Und das gibt anscheinend dem ZDF die Rechtfertigung zu sagen, so viel falsch machen wir doch dann nicht, oder? Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber wenn du dir die Kommentare Ja, durchliest, ich würde mich schämen. ja. Solche Kommentare will ich nicht haben. Und man darf auch nicht vergessen, der Zuschauer ist natürlich auch, nicht nur der Gute, er ist auch ein Voyeur. Ja. Und dann will man doch mal sehen, wie der und der da auf die Schnauze fällt oder wie der und der, ach, so und so. Habe ich ja auch gemacht, da war Bülent Ceylan. Habe ich das richtig ausgesprochen? Bülent, ja, genau. Bülent, Ja. Bülent. Den ich puppenlustig finde, ich habe ja da mal gewohnt, Heidelberg, Mannheim, und ich liebe diese Mentalität und der Typ ist auch sehr sympathisch, aber diese Rolle, das war ohne Worte. Aber da gibt es doch auch Regisseure, aber die können ja nur keine 4 Jahre Schauspielschule aufholen. Und die lassen die da so laufen und ich habe gedacht, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss doch das ernst nehmen, was ich mache. Ja. Naja. Gib mir mal einen Tipp. Wir haben jetzt in den letzten Jahren haben wir eine gewisse Retro-Schiene gehabt. Dinge kamen wieder, mal gut, mal weniger gut. Was können wir tun, Manon, damit die Verantwortlichen sagen, lass uns doch für einen Sonntagabend mal einen 90-minütigen Girlfriends Revival-Film drehen. Lass uns mal schauen, was draus geworden ist. Ich bin mir sicher, Marile ist dabei, ich bin mir sicher, Walter ist dabei, ich bin mir sicher, auch du wärst dabei. Was kann man Jeden Fall. tun, um die Verantwortlichen, also kriegen wir ein gutes Buch auf die Reihe? Gibt es die Menschen noch, die an solchen Büchern arbeiten würden? Du hast gesagt, ja, teilweise. Also was können wir tun, um die Verantwortlichen zu bewegen, zu sagen, seid mal mutig und probiert das mal. Ich habe keine Ahnung, weil ich erstens nicht weiß, wer die Verantwortlichen sind. Das sind also gewisse Redakteure und der Autor zum Beispiel, der die Girlfriends ja geschrieben hat, der ja auch jede Folge geschrieben hat, Christian van Schmidt, es war ja kein Autorenteam, sondern er hat jede Folge geschrieben. Also der hat ja mit diesen entsprechenden Redakteuren auch zu tun, weil er ja auch andere Film- oder Drehbücher schreibt. Und wenn er das schon nicht geschafft hat, wir hatten ja auch mal überlegt, ob man mal so ein Kinofilm macht oder so wie bei Sex and the City, ne? Ich glaube schon, dass das funktionieren würde, aber dann darf man auch nicht mehr so lange warten, weil die sterben ja weg, die dieses Girlfriends noch kennen. Ja, Ne? aber ich hätte, ich sehe da Potenzial. Gerade für den Sonntagabend, wo man jetzt ja auch versucht, man, das ZDF hat ja nicht umsonst gesagt, wir pilchern weniger, wir lindströmen weniger, das werden weniger pro Jahr produziert, also es werden Sendeplätze frei. Warum am Sonntagabend um 7:45 nicht mal wieder die Girlfriends? Naja, aber wenn sie schon die Pilcher wegnehmen, dann werden sie doch nicht die Girlfriends machen. Die sehen das doch genauso. Also es ist ja für die das Gleiche. Und es ist Ja. ja auch ein Redakteur, der halt diese
diese Formate betreut oder Redakteurin. Ich weiß es nicht, Ja. ob es eine Frau oder ein Mann ist. Keine Ahnung. Aber ich möchte gerne mal hier in die Kamera sagen, lieber Christian Pfannenschmidt, da müssen wir was tun. Da muss was passieren. Das brauche ich gar nicht zu machen. Darüber reden wir seit 20 Jahren. Also gefühlt 20 Jahren. Wenn der das nicht schafft, also wer soll es sonst schaffen? Am Ende eine Petition vielleicht. Aber gut, ja, ich glaube, Fans gibt es noch genügend da draußen. Lass uns ganz am Ende, wir wollen langsam zum Ende des Gesprächs kommen, muss ich dich auf jeden Fall noch fragen, warum ist im Januar für dich das Dschungelcamp Pflicht? Als Zuschauerin. Ja, weil das für mich also eine Sozialstudie par excellence ist. Ich habe meistens jetzt, habe ich ja erstmal mit dem Theater aufgehört, weil es mir zu viel wird und ich sehr viel im Sprecherbereich mache, Hörbuch und Synchron, und drehe jetzt auch einige Sachen oder habe jetzt gedreht. Und dadurch habe ich auch Zeit, abends Theater, wenn ich nicht Theater spiele, dann eben auch Fernsehen zu gucken. Aber ich habe eben auch festgestellt, wenn wir auf Tournee waren oder so, dass dann alle ganz schnell in ihren Hotelzimmern in der Zeit verschwunden sind, weil sie dann die Spät-, also die Wiederholung dann geguckt haben und alle das voreinander verheimlicht haben, bis dann mal einer sagte, was, du guckst auch Dschungelcamp? Ich auch. Und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich auch, ey, dann können wir uns ja alle bei mir im Zimmer treffen. Und es macht ja dann Spaß, wenn du das gemeinsam siehst. Ich finde es, einfach sehr interessant. Es sind ja keine Extrembedingungen, wenn die wirklich mal unter Extrembedingungen, da gibt es nachher auch keine Vegetarier oder so. Das kannst du dir dann nicht raussuchen, wenn es gar nichts zu essen gibt. Aber wie so Leute sich präsentieren oder Leute, die ich nicht kenne, zum Beispiel, ich bin kein. Ich kenne null Influencer, null YouTuber und so. Ich sehe das auch gar nicht so als Problem, dass man da Star benutzt. Das ist ja, ich denke mal, auch ironisch gemeint. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Also, ja, und ich weiß auch nicht, was da, worin da die Faszination liegt. Es ist natürlich auch ein bisschen der Gladiatorenkampf, ne? Was da auch mit bedient wird. Also niedere Instinkte, die ich wahrscheinlich auch habe, was heißt wahrscheinlich, die ich habe, die jeder Mensch hat, und die werden da befriedigt. Punkt. Das brauche ich. Andere gehen zu McDonald's, das mache ich nicht. Ich würde vor McDonald's verhungern. Ich kann sowas nicht essen. Ich kann es nicht. Also ich würde da wirklich verhungern. Andere sagen, ich brauche einmal im Monat Currywurst oder so. So was Schlechtes. Nun ist das aber super gemacht. Die Schnitte sind toll. Gut, die Dschungelbewohner sagen das natürlich nicht. Alles, was bei mir gut war, wurde rausgeschnitten. So, aber ein bisschen was kriegst du ja schon von der Persönlichkeit mit. Oh, und was man dann auch so von Kollegen plötzlich erfährt, die dann mit dabei sind, wurde gesagt hat, ich lag immer richtig bei dir. Oder? Das hätte ich nicht gedacht. Ich muss mein Urteil revidieren. Auch das ist schön, wie sich Leute so in solchen extremen Situationen anderen Menschen gegenüber verhalten. Das ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft im Grunde genommen und eben komprimiert. Und dann witzig aufgearbeitet. Ich finde die Kommentare super, die Bücher. Ich würde das ja wahnsinnig gerne moderieren. Ich würde mich mit Sonja Tietlow wunderbar verstehen, weil das ist auch mein Humor. Teilweise, aber das funktioniert nicht mit zwei Frauen. Es muss immer Mann und Frau sein. Du brauchst immer bei so einer Geschichte auch einen männlichen Part dazu. Und der Mann ist meistens der Blöde. Dann funktioniert es erst richtig gut. Und die Schnitte und alles. Haben die eigentlich mal einen Grimme-Preis bekommen? Ich glaube ja. Also sie haben Zu Recht. auf jeden Fall den deutschen Fernsehpreis schon mehrfach Ja. bekommen. Und ich Ja. glaube auch den Grimme-Preis. Also ich möchte die Hand nicht ins Feuer Da legen, aber ich glaube verwechseln die ja. Leute ja auch immer was. Hä, wie kann man so ein Trash-Format und so weiter und so fort? Erstens gehen die Leute da freiwillig rein. Zweitens sind es Prominente, die einen Haufen Geld kriegen dafür. Ja. Und drittens
ist es einfach gut gemacht und es muss doch wohl eine mega Einschaltquote haben. Ja. Gerade in diesem Ich kann Jahr das war jetzt es nicht die eins Erfolg. zu eins nehmen. Die Ja. meisten Leute, die da drin sind, verstellen sich ja auch, bis dann die Maske fällt oder so, ne? Also, oh, herrlich, ich finde das einfach herrlich. Wenn du dann manchmal, und wir haben ja immer wieder auch Schauspielkollegen unter den Camp-Teilnehmern, leidest du manchmal ein bisschen mit, wenn du zum Beispiel wie in diesem Jahr Heinz Hönig siehst, der betagt dahin kommt und wo du sagst, ach Heinz, hast du das wirklich nötig? Ja, das ging mir so. Ja. Das ging mir so, weil ich habe nicht nur, dass der also tappelig, körperlich ist. Und ich habe mich neulich mit Jamila Robe, die ich in Köln beim Frühstück getroffen habe im Hotel. Wir haben uns ganz lange unterhalten. Es ist wirklich eine ganz nette, liebe Frau und so. Die hat mir gesagt, wie weit die Wege sind, bis du erstmal zu so einer Prüfung kommst. Da läufst du schon eine Stunde. Ich bin auch über 50. Berg rauf, denn wieder runter und so. Das schafft der Heinz natürlich nicht. Aber der ist ja auch in der Birne nicht mehr ganz so. Und jetzt mal ganz ehrlich, das größte Armutszeugnis war bei seiner Prüfung, dass ein Schauspieler nicht mal weiß, wie Goethe geschrieben wird. Da habe ich mich in Grund und Boden geschämt. Für Ja, ihn. ja. Das ist den meisten Leuten nicht aufgefallen, weil die selber nicht wissen, wie Goethe geschrieben wird oder wer Goethe überhaupt ist. Die das kicken. Aber da habe ich gedacht, meine Güte, meine Güte. Warum hast du niemanden, der dich schützt? Weil eins ist immer noch ein Kind irgendwo, ja, Ja. der also unreflektiert alles ausplaudert und so. Und das wird ja im Alter schlimmer. Dann kommt ja noch der Altersstarrsinn dazu, die Bockigkeit und dann wird es richtig peinlich. Können wir jemals ausschließen, dass wir dich irgendwann mal im Camp sehen? Ja, brauchst gar Egal nicht zu für, Ende zu reden. okay, egal für welche Gagensumme? Ja, Ja. weil ich sage immer, das Geld ist weg, die Schande bleibt. Okay. Aber es kann, ich würde gerne mal so ein Format moderieren. Bei Ja. mir wäre auch gar nicht allzu viel Häme oder sowas im Spiel, weil ich dann diese Kandidaten, egal ob das Big Brother, gucke ich auch übrigens Big Brother, das war es dann aber auch schon an Trash-Formaten. Aber auch nur Promi Big Brother, das andere interessiert mich nicht. Es dauert ja 100 Tage, also alt wäre ich ja nicht. Wer hat die Zeit schon? Ja, nee, aber sowas zu moderieren, ich würde da auch immer für die mit sein, ohne natürlich die Ironie und den Spaß dabei zu verlieren. Aber in dem Moment, egal was ich vorher von dem gehalten habe, habe ich diesem Kandidaten auch eine gewisse Art von Respekt zu zollen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Fehlt deswegen zum Beispiel auch aktuell so ein Format wie Blond am Freitag, damit zum Beispiel Menschen wie du dort auch mal zu solchen Formaten ihre Meinung äußern können? Es gibt ja kein Vehikel irgendwie an Sendungen, wo man sagen kann, da sitzt man jetzt einfach mal und plaudert drauf los über Gott und die Welt und wie es damals halt bei Blond am Freitag war. Wir machen das jetzt gerade, ne? Wir machen das jetzt gerade, ja, aber Ja. ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Format, wenn es wieder geben würde, das wäre gar nicht so einfach aufgrund der ganzen mittlerweile Vorgaben. Du musst Vogue sein, du darfst dies nicht sagen, du darfst jenes nicht sagen. Ich glaube, der Shitstorm wäre ja fast vorprogrammiert. Oder? Ja, dabei, wenn man sich aber mal anguckt, was auf den sozialen Netzwerken oder in den sozialen Netzwerken los ist, wie grausam unsere Mitmenschen sind. Also schlimmer geht's nimmer, wenn ich das so sehe. Deswegen tummle ich mich da auch nicht. Ich gucke da ab und zu mal rein. Ich bin auch bei Instagram, aber ich habe noch nie was gepostet, außer zwei Hundebilder, weil ich mich dem gar nicht aussetzen möchte. Ich möchte auch keine Follower haben. Das möchte ich nicht, dass jemand mich, der meint ja auch nicht mich, ja, so. Und deswegen, ja, diese ganze Woke-Geschichte, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Das schließt ja auch immer den Humor aus, immer, immer, weil es wird nicht mehr, die Leute können nicht mehr zwischen den Zeilen lesen.
die verstehen kein Augenzwinkern und die verstehen keine gut gemeinte Provokation. Und es wird immer mit einer Gegenbehauptung und mit einem Totschlagargument reagiert. Und deswegen würden solche Formate auch, glaube ich, nicht funktionieren. Ich glaube, dass diese nicht-woke Gesellschaft, ich weiß es nicht, aber zumindest war da manchmal mehr Respekt, als ich heute bei diesen ganzen Innen feststelle. Ja, und ja, ich glaube, das siehst du ähnlich. Wir schauen auch so ein bisschen mit Sorge in die Zukunft, wenn wir uns die aktuellen Ereignisse mal so anschauen. Keiner weiß, was in 5 oder 10 Jahren los sein wird. Krieg in Europa, wenn das so weitergeht. Das befürchte ich leider Das auch. Also. befürchte ich wirklich. Also wir haben ja schon Krieg in Europa, aber der wird dann hier direkt mal vor unserer Haustür. Und dann werden wir mal sehen, wie die Deutschen dann versuchen zu flüchten und wie sie dann von Neuseeländern behandelt werden. Das zum Thema Flüchtlinge. Also ich meine, das kann man auch nicht generalisieren. Aber ich meine mal, wir denken ja immer, uns betrifft es nicht. Ja, und wir sind näher dran, als wir glauben. Und es ist Ja, so und verdammt. natürlich, der Deutsche hat immer ein schlechtes Gewissen und will alles richtig und alles gut machen. Es darf nur nicht kosten. Ja, und es ist so verdammt traurig, dass man anscheinend aus der Geschichte nie lernt. Also, Nee. so ist es. Manu, ich sage vielen Dank. Ich möchte als Können Positiven wir mit jetzt. was Positivem Ja, ich irgendwie wollte aufhören? genau. Ich wollte nochmal sagen. Also, ich möchte nochmal erwähnen, ich will die Girlfriend zurückhaben. Ja, da führt kein Weg dran Okay. vorbei. Also, zur Not Petition, zur Not gehen wir Unterschriften sammeln und legen sie dem ZDF-Programmdirektor auf den Schreibtisch. Oder machen Crowdfunding oder was weiß ich. Also da muss was passieren. Da muss wieder Qualität zurück ins deutsche Fernsehen. Und ich, ja, wie gesagt, ich liebe es total, mich auch privat mit dir auszutauschen. Es ist immer ein Fest, vor allem weil, und das hat man jetzt ja auch gemerkt, du einfach ja die Wahrheit auf der Zunge trägst und dir es eigentlich egal ist, was andere sagen und denken und deine Meinung ist deine Meinung und das ist etwas, was sehr wertvoll geworden ist, dass Menschen einfach, dass es ihnen egal ist, was links und rechts gesprochen wird, sondern dass man einfach zu seiner Meinung und seinen Ansichten stehen kann und sollte und darf. Und Das war bei mir schon immer so, aber bei manchen Leuten ist es halt egaler. Da wird es als Qualität eben gesehen. Und das ist, jetzt sage ich mal, für Frauen ist das immer noch ein bisschen schwierig, wenn man da so ist. Ist Ja, es so. und ich wünsche dir von Herzen viele tolle neue Jobs, viele neue tolle Drehbücher und dass du uns noch viele, viele, viele Jahre beglückst und die Menschen berührst. Und ich kann wirklich behaupten, und ich habe ein, zwei Beispiele genannt, du hast es bei mir in den letzten Jahrzehnten immer wieder geschafft, mich durch deine Kunst zu berühren. Und ich sage Dankeschön dafür. Danke, Manu Strache. Und ich sage Dankeschön für dieses schöne Gespräch und für das Kompliment. Und ich hoffe, dass es vielleicht doch mal klappt, dass wir beide das ein oder andere Trash-Format zusammen kommentieren können. Sehr, sehr gerne. Jetzt haben wir es auch öffentlich Da hätte nochmal ich, gesagt. Irgendwann wird es passieren. Irgendwann wird es ja, hätte passieren. ich wirklich, also was heißt hätte, ich will gar nicht im Konjunktiv. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Aber es ging eben aus Zeitgründen nicht. Und Aber auch, weil ich es eben auch ganz gut machen will, weißt du? genau, und am Ende, so schließt sich der Kreis, am Anfang haben wir gesagt, gewisse Dinge klappen nicht direkt, da ist es Richtung Schicksal, irgendwann kommt der richtige Tag und dann sehen wir uns hier wieder und werden so richtig schön ablästern über ein Trash-Format und werden die Dinge einordnen und die Menschen Die Sachen analysieren. analysieren. Genau, Ja! da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank, alles Gut. Liebe, sei geherzt und Danke gegrüßt. dir, bleib Dankeschön. schön gesund, ne? Tschüss! Ciao.